der VZBV setzt sich ja nicht nur dafür ein, gute Verbraucherrechte in der Politik durchzubringen, sondern wir setzen uns vor allem auch dafür ein, diese Rechte dann für die Verbraucherinnen und Verbraucher geltend zu machen. Denn es genügt einfach nicht, gute Rechte theoretisch zu haben, wenn man sie dann nicht durchsetzen kann. Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Rechte selbst nicht durchsetzen. Das hat relativ hohe Hürden. Man braucht einen Anwalt. Es ist unklar, wie das Verfahren vor Gericht ausgeht. Und deswegen schrecken viele davor zurück, ihre Rechte selbst geltend zu machen. Das ist unsere Aufgabe und das tun wir in zweierlei Hinsicht. Zum einen führen wir ganz viele Unterlassungsklagen, mit denen wir das rechtswidrige Verhalten von Unternehmen abstellen können. Und zum anderen führen wir Sammelklagen, denen sich Verbraucherinnen und Verbraucher anschließen können und damit quasi direkt davon profitieren können, von einem positiven Ausgang.